Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, ich bin in den letzten Wochen wieder fleißig gewesen und habe einiges an Karten zusammengetragen. Und welche das sind, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge Neuzugänge. Ja, ich habe in den letzten Wochen wieder ein bisschen eingekauft beim lieben Antoine, falls ich das richtig ausspreche, und einigen anderen Leuten. Und da ist natürlich wieder ein bisschen was zusammengekommen. Ja, und was das ist, das schauen wir uns heute an und würde ich sagen, legen wir auch gleich los, oder? Genau. Wir legen los mit Exarion Universum oder Exarion Universe, wie er auf Englisch heißt. Und ja, der kam ja, glaube ich, ursprünglich in der Collection Tin 2 Reihe raus. Etwas später erschien er dann und das ist die etwas wertvollere Variante in Dark Revelation 4, wo er eine ganze Weile auf 400 Euro war. Mittlerweile ist er richtig hart abgestürzt und geht noch, glaube ich, 170 oder so. Und das ist eben er hier, den habe ich mir jetzt rangeholt aus Dark Revelation 4. Unterscheidet sich optisch eigentlich fast gar nicht von der Variante aus der Tinbox. Es ist halt nur ein anderes Set, ein wesentlich wertvolleres Set. Das heißt, die Karte ist dementsprechend natürlich um einiges teurer. Und ich glaube, wir brauchen nicht diskutieren, dieses Artwork ist einfach absolut Bombe, Leute, oder? Mega schön. Also ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblingskarten aus der Collection Tin 2 Reihe. Und auch eine der begehrtesten Karten aus Dark Revelation 4. Es gibt da natürlich noch ganz, ganz viele andere wertvolle Karten, wie beispielsweise den Elemental glänzender Flügelmann. Für alle, die es nicht wissen, Dark Revelation 4 kam, glaube ich, nur auf Englisch auf den Markt, beziehungsweise in den USA, wenn mich nicht alles täuscht. Und war, glaube ich, auch ein bisschen short geprintet, so ein bisschen wie Star Strike Blast oder das Tournament Pack 2. Dementsprechend gibt es halt einfach sehr, sehr viele Karten aus dem Set, die einiges wert sind, zum Beispiel auch Dragon's Mirror. Da hatte ich ja damals auch das Playset für 150 gekauft. Also da sind wirklich Sachen drin, die relativ begehrt sind, auch teilweise in Raritäten dann, in denen die jeweilige Karte bei uns hier nicht so wirklich zu finden ist. Zum Beispiel Dragon's Mirror gab es eine ganze Weile nur aus dem Set in Super Rare. Bei uns war das immer eine Rare aus Cybernetic Revelation. Mittlerweile gibt es die auch bei uns als Super Rare aus irgendeinem Only Holo Set, Mystic Fighters oder so ein Käse. Aber natürlich kein Vergleich zum, in Anführungszeichen, originalen Print aus Dark Revelation 4. Aber heute geht es ja um Exarion Universum. Mega coole Karte, ein absolutes Sammlerstück. Und da werde ich mir bestimmt in nächster Zeit noch mehr ranholen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie viel ich von der aktuell habe, weil die mit den ganzen Collection Tin 2 Varianten vermischt sind. Und da müsste ich jetzt erstmal gucken. Also Exarion Universum an erster Stelle. Weiter geht's mit einer schönen Retro-Pack-Secret. Und zwar Valkyrion Magnetkrieger, der in etwa 130 Euro gehen dürfte. Ich erinnere mich noch an meine ersten Exemplare, die ich gekauft habe. Die gingen noch 30 Euro in etwa. Ist so ziemlich die einzig wirklich wertvolle Variante des Valkyrion Magnetkriegers. Und gehört aber noch zu den eher leicht zu findenden Retro-Pack-Secrets. Also da gibt es welche, die sind wirklich wesentlich, wesentlich seltener. Trotzdem ist die Karte nicht mehr so häufig zu finden, vor allen Dingen nicht in Niemand. Ja, mega cool. Habe ich dem lieben Antoine geschrieben, pass auf, was irgendwelche Retro-Pack-Secrets, würde ich mir gerne mal wieder was ranholen. Das war leider die einzige, die er hatte. Er hat übrigens auch den Exarion-Universum am Start. Und dementsprechend ist das jetzt so, würde ich mal behaupten. Trotzdem, mega coole Karte, wie bereits gesagt, ein absoluter Klassiker. Sieht in normalem Secret Rare natürlich nicht ganz so gut aus wie im Prismatic Secret. Im Prismatic Secret aus WC4 gefällt er mir noch wesentlich besser, aber auch das ist eine sehr, sehr schöne Karte an der Stelle. Nehmen wir doch gerne mit. Weiter geht's mit, ja, einem Chaos Imperator Drachen, den ich recht günstig geschossen habe. Der ist Unlimited auf Deutsch. Ihr wisst, das Set kam zwar auf Deutsch raus, aber nie als First. Also die deutschen Karten sind alle unlimitiert. Der Deutsche geht normalerweise so ab 65 weg. Ich habe tatsächlich nur einen Fuffi dafür bezahlt. War ein richtig gutes Angebot. Danke an die Jenny an der Stelle dafür. Sehr cool. Mega nice. Das dürfte jetzt mein 11. oder so in Secret Rare sein. Finde ich auch cool, dass das eine unlimitierte ist, weil von denen habe ich tatsächlich hauptsächlich First Editions.
Und da tut so eine unlimitierte mal, ja, kein Abbruch, würde ich mal sagen, im Gesamtbild. Also sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ist natürlich ein absoluter Klassiker. Gehört tatsächlich mit zu meinen absoluten Lieblingsdrachen, aber ich muss sagen, es gibt mittlerweile ein, zwei Drachen aus der neueren Zeit, wo ich wirklich sagen muss, also die sind wirklich dabei, ihn hier von seinem Thron zu stoßen. Und das ist zum einen der Chaosdrache Levianir und der, wie heißt er nochmal, Dark Rebellion. Boah, ich weiß gerade nicht mal, wie er heißt, der aus Invasion Vengeance. Der mit diesen schönen Flügeln, wo aussieht, als wären da so von diesen Kirchen, diese Glasornamente in den Flügeln drin. Der Requiem Exis-Drache, genau, Requiem Exis-Drache, so heißt er. Auf jeden Fall Chaos Imperator-Drache, absoluter Klassiker, an der Stelle günstig geschossen. So, dann vom lieben Michael, Zengengin. Ja, und das ist nicht die Premium-Pack-Variante, sondern das ist die World Championship-Preiskarte. Ja, relativ, also das ist tatsächlich eine der günstigsten noch. Er hat noch drei Stück bei sich, die sind schon für mich reserviert. Das ist auf jeden Fall die Super-Rare-Preiskarte, die aber schon einen gewissen Anstieg erlebt hat. Also die ersten Exemplare, die ich gekauft habe, gingen in etwa 30 Euro von der Karte. Aktuell geht die so 50, 55 Euro. Und ja, gibt es glaube ich nicht allzu viel zu sagen. Sieht genauso aus wie die Premium-Pack-Variante. Ist halt einfach nur so, dass das hier ein wertvolleres Set ist, dass sie halt wesentlich seltener ist. Natürlich, die Karte gibt es nicht mehr wie Sand am Meer. Trotzdem, auch bei den Leuten, die diese ganzen YCS-Karten sammeln, gehört die jetzt eher weniger zu den gesuchten Karten. Und deshalb ist natürlich der Preis auch wirklich noch absolut im Keller. Aber dasselbe kannten wir natürlich auch von Chimera Master of Beasts. Und die ist mittlerweile auch im dreistelligen Bereich. Die hat man ursprünglich auch so für 40, 50 Euro bekommen. Und dementsprechend sollte man, ich sag mal, nicht denken, dass diese Karte auf Ewigkeiten so weit unten bleiben wird. Die wird irgendwann auch steigen, genauso wie Chimera. Und wird dann relativ teuer werden. Zengengin an der Stelle. Dann eine sehr, sehr coole Booster Pack Tinbox Promo. Und zwar der Summoned Skull aus BPT in Secret Rare. Ich glaube, der Wert lag in etwa bei 30 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr, sehr coole Karte. Das waren diese USA-exklusiven Tinboxen. Gab es, glaube ich, nur da drüben. In Deutschland sind die nie rausgekommen, wurden auch, glaube ich, nie verkauft in Deutschland. Also auch nicht die englischen Varianten. Wenn mich nicht alles täuscht, kann mich natürlich auch irren, aber ich habe davon nie was mitbekommen, obwohl ich zu der Zeit sehr aktiv war. Sehr cool auf jeden Fall. Ein absoluter Klassiker und ich finde, es tut mal ganz gut, den auch mal in einer anderen Rarität zu sehen im TCG als in seiner Ultra-Rare oder Super-Rare-Variante aus Metal Raiders oder zum Beispiel dem Retro-Pack etc. Also ich finde, in Secret-Rare macht er halt übel was her. Ja. Das ist natürlich jetzt hier wieder ein bisschen weicheres Licht, deswegen kommt der Effekt nicht hundertprozentig zur Geltung, aber es ist halt einfach eine extrem schöne Karte, muss man einfach so sagen. Mega, mega cool. Da will ich mir auf jeden Fall auch noch ein paar ranholen. Und die kommt auch vom lieben Michael, genau wie Zengengin. Und bei Michael ist natürlich immer alles absolut Nirmint, brauchen wir gar nicht diskutieren, da stellt sich mir die Frage überhaupt nicht. Mega nice. So, weiter geht's mit Soa. Ja, das ist eine der etwas weniger wertvolleren Karten der heutigen Sendung. Der kommt aus TFK, das war ein Promopack hier im Prismatic Secret. Da gab es ja Metall Soa und Soa und ich glaube Soa allein geht so zwischen 13 und 15 Euro. Ist jetzt für so eine Promo eigentlich gar nicht mal so billig, muss ich mal sagen. Also es gibt diese ganzen anderen Promos halt auch, diese ganzen 5Ds-Promos und wie sie alle heißen, die gehen so ein paar Cent bis 1, 2 Euro vielleicht. Aber trotzdem relativ teuer und natürlich finde ich das Artwork auch mega cool. Die gibt es ja alternativ noch aus WC11, da sind sie glaube ich noch ein Stückchen teurer, in Super Rare, diese World Championship Promo Edition, Scheißdreck irgendwas. Aber ja, einfach mega toll. Und natürlich auch in der Legendary Collection als Super Rare. Ne? Da gibt es die natürlich auch. Ist auf jeden Fall eine mega coole Sache. Sehr schöne Karten. Ich finde halt einfach diese Schlichtheit von damals, die gefällt mir einfach unglaublich toll. Und auch dieses Farbspiel, dieses blaue Monster mit diesem roten Hintergrund, das ist halt einfach eine Sache, die passt extrem gut zusammen. Auch Metallsauer ist so eine schöne Karte, was das angeht. Aber der ist allerdings heute hier nicht dabei an der Stelle. Nur zur Information. Alles klar. Weiter geht's mit Blitzsturm. Den habe ich jetzt einfach mal noch mit dazugenommen. Den habe ich mir jetzt nicht explizit rangeholt. Der war halt bei dem Zeug von Creepfan dabei, das ich immer bekomme. Aber die geht halt auch 80 Euro. So, deswegen wollte ich die jetzt nicht unerwähnt lassen. Normalerweise kriegt ihr ja von dem Zeug, das ich bei Creepfan ranhole, nichts mit.
Da mache ich halt kein Video zu, weil warum auch, bis das Paket von Creedfan hier ankommt, haben schon alle ihre Videos gemacht und ist das Set schon tausendfach diskutiert gewesen und dann muss ich da nicht auch noch ein riesen Opening von dem dazu bringen, was er ohnehin schon auf seinem Kanal aufgemacht hat. Das ist ja komplett sinnlos, aber den Blitzsturm wollte ich einfach mal erwähnt haben, den wollte ich einfach mal mit reinnehmen. Aktuell so 80, 85 Euro wert im normalen Secret von dem Starlight Rare, braucht man gar nicht anfangen. In Starlight Rare habe ich sie mir tatsächlich noch nicht rangeholt. Die anderen Karten aus dem Set habe ich schon alle in Starlight, aber Blitzsturm noch nicht. Den muss ich mir tatsächlich erst noch gönnen. Auch eine sehr schöne Karte übrigens vom Artwork her, muss ich sagen. Wirklich gelungen. Ist wirklich zur Abwechslung mal wieder eine sehr, sehr schöne Zauberkarte. Coole Sache. Okay, dann geht's weiter mit, ja, den kennen wir ja schon aus der letzten Folge. In der letzten Folge hatten wir ihn allerdings als Ghost Rare am Start, den Majestic Red Dragon aus Absolute Power Force, hier diesmal in Ultimate Rare, auch von der lieben Jenny, geht irgendwie sowas 35 bis 37 Euro, habe ich auch für 30 geschossen, also auch ein bisschen günstiger wieder. Sehr, sehr coole Karte, First Edition und die ist wirklich Perfect Mint. Die Jenny wollte ihn eigentlich ursprünglich zu PSA schicken. Hat aber in der Gruppe vorher noch geschrieben, falls den halt irgendjemand abkaufen will, melde dich. Dann habe ich mir gedacht, ich melde mich und dann, ja, habe ich den halt für 30 Euro geschossen und ein paar Tage später tatsächlich direkt noch hinterher den Chaos Imperator Drachen, den wir hier sehen. Sehr, sehr coole Sache an der Stelle auch. Ich finde, in Ultimate Rare sieht er halt auch ein bisschen besser aus als in Ghost Rare, was halt einfach daran liegt, dass der Ghost Rare-Effekt bei Majestic Red Dragon nicht so wirklich zur Geltung kommt. Auch wenn er auch in Ghost Rare natürlich eine relativ coole Karte ist, muss man der Sache, der Karte natürlich lassen, klar. Aber nichtsdestotrotz gefällt er mir in Ultimate Rare ein bisschen besser. So, jetzt kommen wir zu zwei alten Bekannten, sag ich mal. Die haben wir auch schon in der letzten Folge gesehen, deswegen habe ich sie ganz hinten hingepackt. Der bereits angekündigte schwarze Rosendrache, der mich statt 150 jetzt doch 200 Euro gekostet hat. Der aktuell günstigste Anbieter auf Market bietet sie noch für 150 an. Danach geht es schon mit, ich glaube, 250 los, beziehungsweise weiter, straight nach oben. Muss man sich mal vorstellen, der Preis für eine Unlimited, die ist nicht mal First, so, ne? Das ist halt echt brutal. Also ich habe damals für meine ganzen First-Varianten, also nur zur Kenntnisnahme, also ich habe ungefähr 13 Stück in First aus Crossroad of Chaos in Ghost. Und ich habe damals für meine ersten zuerst um die 100, 130 bezahlt, später dann eben 250 pro First und ich glaube, keine Ahnung, wenn die jetzt schon unlimitiert 250 geht, ich habe den Preis der First jetzt gerade nicht im Kopf, dann wird die First wahrscheinlich jenseits der 300 liegen, vermute ich jetzt einfach mal. Also wir reden hier von der Deutschen natürlich, die Englische ist weitaus günstiger, die haben wir in der letzten Folge gesehen, die kostet ja bloß ein Huni in etwa. Aber ja, das ist halt schon so ein bisschen die Creme de la Creme, sage ich mal. Der Ghost Rares gehört einfach mit dazu und einfach mega cool. Eine meiner absoluten Lieblingskarten aus der damaligen Zeit. Und ihr seht, Alter, der Ghost Rare-Effekt ist halt einfach übertrieben fett. Und das führt uns zu einem weiteren alten Bekannten, den wir auch in der letzten Folge schon gesehen haben. Und zwar habe ich mir einen weiteren aufrichtig Ghost in First geholt. Ebenfalls nehmen beide wieder von Antoine, also demselben Anbieter, bei dem ich halt auch die letzten beiden geholt habe. Sehr, sehr schön an der Stelle, mega, mega cool. Und 70 Euro in etwa wert. Jetzt habe ich, glaube ich, 8 Stück von denen. Ist halt einfach übertrieben nice. Muss man einfach so sagen. Sehr, sehr schön. Einfach sehr, sehr schön. Das Einzige ist halt nur, dass der Ghost Rare-Effekt bei Aufrichtig halt wirklich sehr schwer einzufangen ist. Hier sieht man es ein bisschen. Aber es ist halt wirklich so, Aufrichtig wäre, also man wäre besser beraten gewesen, die Karte halt einfach als Ultimate Rare zu printen bei uns im Set. Nämlich, ich habe sie ja auch in Ultimate Rare aus dem OCG und ich muss halt einfach sagen, dass sie als Ultimate Rare viel, viel besser zur Geltung kommt als als Ghost Rare. Auch wenn Ghost Rare eine richtig coole Rarität ist, finde ich einfach, dass sie halt nicht zu jeder Karte passt. Einfach weil sich nicht jede Karte so schön umsetzen lässt in Ghost Rare. Und sie gehört halt mit dazu. Also man sieht halt hauptsächlich hier glatte Folie. Und nur bei bestimmten, also bei einem bestimmten Lichteinfall sieht man überhaupt, dass da ein Monster drauf ist. Ne? Das ist halt der Nachteil an der Karte. Ansonsten aber eine sehr, sehr schöne Sache. Und nehme ich gerne mit. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge.
Ja, zum Schluss haben wir hier nochmal einen kleinen Überblick für all diejenigen, die jetzt später dazugestoßen sind und die Hälfte verpasst haben, was ja ab und zu vorkommt. Also mega coole Sache. Ich glaube, der Gesamtwert beläuft sich auf irgendwas mit 800 Euro in etwa. Also wir haben Exarion Universum nochmal aus Dark Revelation 4, wir haben Valkyrion Magnetkrieger aus dem Retro-Pack, Chaos Imperator Drache, zwar unlimited, dafür aber deutsch aus Invasion of Chaos Seng Engine als YCS Preiskarte, Summoned Skull aus BPT, Sauer aus TFK, Blitzsturm natürlich in normalem Secret, Majestic Red Dragon First aus Absolute Power Force, der schwarze Rosendrache, deutsch unlimited aus Crossroad of Chaos und einen aufrichtig in Ghost aus LODT First Deutsch und Niemand. Ja, ich hoffe, ihr wart mit meinem Einkauf genauso zufrieden wie ich. Ich bin absolut happy, kann man sagen. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.